Heute wird sie wieder nach oben rattern, die Coins, egal ob investieren, Tech-Avion oder überteuert verkaufen. Für dich wird in diesem Video etwas dabei sein. Servus, grüezi und hallo. Ja, was soll ich sagen, heute Abend wieder neues Team of the Week, ihr wisst es. Heute außerdem sehr, sehr gute Gelegenheit für Low-Budget-Invest, ja, wegen den Wintertransfers. Und ja, was hat sich auf meiner überteuert verkaufen Liste verkauft seit gestern? Schauen wir uns wieder an, natürlich habe ich auch wieder einige Karten nachgekauft. Nicht alle, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, aber daran, wir haben es wieder geschafft, 100 Likes zusammen, ja, danke für den Support, wenn euch mein Content hilft, gerne den Like-Button hinten, gehen wir auch schon rein. Okay, hier seht ihr einen Batland, ja, das ist ein schöner Zahlendreher, 54, 45, Grüße gehen da raus an It's Jules, danke, dass du mir den empfohlen hast, ging sofort raus. Thiago Silva hatte ich 5 Stück, leider nur 5 Stück mitgenommen auf der Kandidatenliste für 27k, jetzt steht er bei 36, einen habe ich noch im Verein. Den drehe ich aber jetzt teurer raus. 43 wäre mir zu billig. Wenn ihr den jetzt wirklich nehmen wollt, dann müsst ihr schon ein bisschen mehr verlangen als 43, 57 mit einem Shadow. Gerne, ja. Ich finde die Karte jetzt nicht so spielbar, daher wäre das jetzt nicht mein Top-Seller Nummer 1, den ich empfehlen würde. Lübenberg ist raus für 87,5, habe ich nicht nachgekauft. Ist mir für 75 aktuell ein bisschen zu teuer. Auch wenn natürlich jetzt Premier League, Jorginho ist gekommen, Richarlison ist gekommen. Es könnte sein, dass nochmal was von der Premier League kommt. In Future Stars, da haben wir übrigens die erste Karte jetzt schon bestätigt, habe ich auch gleich im Gepäck. Könnte da was kommen. Also wenn ihr sagt, Lübenberg ist einer meiner Top-Seller, dann aus rechts Mittelfeld mit dem Hunter. Odegaard habe ich nachgekauft, der Player of the Month wird irgendwann verschwinden. Und die Karten sind sowieso schon so gut gelaufen. Ich glaube, ich habe den Player of the Month wahrscheinlich schon 100 Mal wieder, ja, 100 Mal ist übertrieben. Sagen wir 10 Mal wieder rein verdient, nur mit diesen 3 Karten von ihm, die beiden Informs und den. Dann Maris muss mit drauf, ist spielbar, Position gechanged. Die Baller, schöner Zahlendreher, habe ich auch noch 10 Stück auf der Kandidatenliste. Ist natürlich für mich super, den wieder drauf zu packen. War ein Set mit Hunter, ja, Vorlan. Dann Zahlendreher schön, dann hier auch ein Traoré. Pepe ist mir zu krass gestiegen, da soll ja jetzt die Fofana SBC kommen. Wird doch kein Free-to-Play, schade. Aber als SBC nehmen wir den mit. Ich habe den jetzt auch nicht mehr nachgekauft. Könnte zwar nochmal steigen, also wenn ihr pokern wollt, rein da. Ich lasse es, ich will nicht pokern. Die Captivilla, der tägliche Zahlendreher, der geht fast jeden Tag für diese Summe raus. Unfassbar. Natürlich auch ein bisschen begünstigt durch Ramos SBC, Xabi Alonso SBC und alles, was noch so da ist aus der La Liga. Die Nominees, whatever zu ziehen, ist übrigens eh der Endspurt in dieser Woche. Ja, ist Endspurt diese Woche. Es wird dann endlich vorbei sein. Diejenigen, die noch keinen Totti Nominee oder Totti gezogen haben, brauchen dann Freitagabend auch keine Packs mehr öffnen. Ich gehöre dazu. Alle anderen, die einen gezogen haben, GG's Männer. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr so rausgeholt habt. Da falle ich morgen wieder vom Stuhl, wenn ich sie lese. Pellegrini, zack, ja, habe ich nachgekauft. Werde natürlich Alaba ran. Jetzt natürlich CR7 hat die neue Wintertransferskarte bekommen. Ja, wobei, da haben sie einen kleinen Fehler gemacht, sage ich euch aber gleich. Ich bin heute auch um 16.14 Uhr wieder live. Investment Talk mit Daredevil. Wer viele Coins hat, und normalerweise die Jungs, die hier die Videos regelmäßig schauen, haben sehr viele Coins, kann gerne vorbeikommen und überlegen, ob er mal in Informs mit reingeht. Eine absolute Goldgrube, Coinsgrube, Coinsquelle. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich zeige euch gleich noch ein paar Beispiele. Und natürlich von der 100k IV-Liste findest du hier. Von der 84er-Liste, wo ich gestern nochmal reingehört habe. Diese Karten, ihr seht meine Preisgestaltung. Unfassbar, wie viele Münzen die bringen. Auch noch ein Rashford von der 100k-Liste. Ihr könnt sehr, sehr kreativ sein bei den Preisen. Ihr müsst natürlich auch bedenken, wenn ihr jetzt einen Rashford hier so draufpackt, der geht bei mir relativ häufig. Aber wenn er mal ein paar Tage nicht geht, dann heißt es nicht, dass IV nicht funktioniert. Dann geht es nur darum, dass du vielleicht den Preis nicht richtig gewählt hast. Ja, du siehst jeden Tag von mir Lucas Hernandez, Chiesa, Varane, Joao Felix. Du fragst dich immer, wieso verkauft die Karten so teuer, ja, weil ich daran glaube, dass es funktioniert, deswegen gestalte ich die Preise so und das hat alles ein bisschen so mit Erfahrung auch zu tun, da kommst du noch hin, wenn du dich mit der Materie befasst. Einen kleinen Kritikpunkt möchte ich gerne noch anbringen und zwar für mich ist es sehr, sehr schwierig, wie soll ich das schaffen, in 12 Spielen 7 Siege in 12 Spielen, dass ich beide Tokens kriege, ey, es ist so ein Geschwitze in diesen Caps. Keine Ahnung, ob ich das schaffe. Vielleicht denken sie da nochmal drüber nach, dass sie das ein bisschen erreichbarer machen. Für mich als Casual in Division 2 ist das definitiv sehr, sehr hart. Da muss ich alles reinlegen. Und für mich soll ja FIFA Spaß machen. Und ich will nicht ihr wisst schon was tun. Richtig ölen. Ja, dann, was haben wir noch? Mbappé bin ich fast fertig. Die Upgrades gönnen bei mir überhaupt nicht. Ich habe jetzt auch aufgehört, weil es einfach keinen Sinn mehr macht.
irgendwelche Coins zu verblasen bei mir. Man muss der Wahrheit ins Auge blicken. Man muss einfach mal sagen, hey, ZwipX ist gut genug, du ziehst keinen Totte dieses Jahr. Hör auf, die Coins auszugeben. Nimm die Coins lieber und investiere in Informs. Dann kaufst du einfach den Totte, den du haben willst. Und so kann ich es nur jedem von euch auch ans Herz legen. Adeyemi ist bestätigt. Ich hatte Deutschland Bundesliga kurz gehofft. Dachte ich mir, jawohl, das ist der Musiala. Nein, ist er nicht. Jetzt kommen erstmal die BVB-Fans in den Freudengenuss. Freut mich für euch. GG's. Aber wenn er so Musiala noch dabei wäre, wenn ich es mir nur vorstelle. Adeyemi kriegt 4-5, 5-Star Weak Food. Forster Skills und Musiala kriegt 5-5. Diese Bundesliga-Offensive hätte es in sich, oder? Musiala, Adeyemi, da würden sogar die BVB-Fans nicht Nein sagen. Wäre sehr, sehr geil. Sobald ich weitere Karten habe, habe ich euch ein paar Shorts raus dazu. Dann hier, Fail, Big Fail von EA. Die Wintertransfers, da komme ich gleich dazu, diese sehr, sehr geile Investmentmöglichkeit, wurden abgedatet und dann kommt einfach mal CR7 aus Al-Nasra, es liegt in Saudi-Arabien, in der Liga spielt er jetzt. Und dann geben sie ihm eine Preisrange von 159.000 bis 3 Millionen. Wenn mir das einer erklären kann, kriegt er von mir den Swepix Award. Nämlich seine normale Goldkarte bei United, die jetzt übrigens nicht mehr zu ziehen ist, könnte man sich dann easy peasy mal irgendwann mal auf die Liste packen. Kostet 90.000. Ja, dann kommt die Al-Nasra-Karte aus einer Liga, wo wir natürlich alle brennen. Endlich kommt er, ja, können wir endlich einbauen in unsere Saudi-Liga-Teams. Und dann machen die diese Preisrange. Ich meine, bis 3 Millionen, da werden sicherlich einige versuchen, den CR7 für 1,5 Millionen zu verkaufen. Das ist ja, die motivieren einem ja dazu, dass man diese Preisranges ausnutzt. Das ist schade, ich hoffe, das wird schnell korrigiert. Dann bin ich gespannt, was er wirklich kosten wird, ja, CR7. Ansonsten dann Wintertransfers. Die Wintertransfers wurden jetzt nach und nach abgedatet. Okay? Dahingehend hat Brandalen, ihr kennt Brandalen, haben wir schon einiges zusammen gemacht hier auf meinem Kanal. Auch Icon Trading Tutorials und so findet ihr hier. Und hat Brandalen dann eine kleine Liste zusammenbereitet mit den Karten, die out of packs gehen. Also du siehst jetzt, diese Karten sind im Winter gewechselt und sobald die andere Karte, die neue Karte im neuen Verein zurückkommt, in die Packs neu reinkommt, geht die alte raus und ist nicht mehr wieder zu ziehen. Viele dieser Karten sind SBC-Futter, wichtig für SBCs oder allgemein sind die in den letzten Jahren, das weiß ich noch, dort Brandalen, glaube ich, mal aus 5 Millionen 17 Millionen gemacht, weil er sich 6.000 solche Karten gekauft hat im Low-Budget-Bereich. Ich würde euch jetzt hier ans Herz legen, macht euch einen Screenshot von der Liste. Findet ihr auch beim Brandalen auf Twitter, verlinke ich euch unten nochmal in den Kommentaren. Und nehmt euch jeden einmal im Verein. Nur dieser Pierre Gabriel kann sich zwar orientieren, denke ich mal, der wird wichtig sein für irgendwelche SBCs. Den lasse ich jetzt weg. Die anderen packe ich mir einmal im Verein rein und lasse sie drin rumliegen. Und in ein paar Wochen unterhalten wir uns nochmal, wenn da eine 0 hinten dran steht, dann bei den 600 von Casavirio und so. Einfach, wenn ihr die Coins habt, packt sich im Verein rein, lasst es rumliegen. Und wenn ihr dann seht, okay, jetzt hat sich der verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, was hier durchaus möglich ist, dann verkauft ihr sie wieder. Ihr könnt natürlich auch all-in gehen. Masseninvest in eine bestimmte Karte, dann müsst ihr halt warten, es blockiert euch, aber ihr könnt keine Packs aufmachen, whatever. Und ja, Informs, wie gesagt, heute Abend Investment Talk, da reden wir wieder, was man mit Informs machen kann. Ich kann euch nur meine Informs aktuell zeigen, ich habe einen Clubstock gemacht, ja, werden wir auch am Samstag wieder angreifen, das ist ja hier mein Content immer auf YouTube dann auch mit euch, dann gemeinsam die Coins, die wir mit UV machen, irgendwo dann sinnvoll auch wieder zu investieren, dass wir halt auf Nummer sicher gehen und die Coins dann auch vermehren. Ja, dass sie noch mehr werden, dass wir irgendwann sagen, hey, wir haben jetzt genug, wird es wahrscheinlich eh nicht geben bei euch, weil ihr immer Coins brauchen könntet. Und da ist mein Clubstock mit meinen Einkaufspreisen, Parejo, Thiago Silva, Paulo Dybala, was ich halt noch so rumliegen habe, irgendwo was auf der Transferliste ist. Ja, hätte man natürlich jetzt auch all-in gehen können, wie der Devil immer vorgeschlagen hat in den Talks, können wir heute sicherlich auch nochmal festnageln. Er hat uns letzte Woche die eine oder andere Karte empfohlen und wenn ihr wirklich da Bock habt, euch da mal mit den besten Investoren Deutschlands zu unterhalten, schaut's gerne rein, 16, 14 live. Ja, hier hänge ich euch jetzt gleich nochmal diese 100k UV-Liste drauf. Ja, wenn jetzt ein Neuling da ist und hat es bis zum Schluss geschaut, danke dafür. Gerne noch Video liken, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Das hilft mir sehr, meine Arbeit hier effektiver zu gestalten. Und ja, und euch hilft es natürlich, Coins zu machen. Und vielleicht ist der ein oder andere auch hier, der genug Coins hat und mir einfach nur zuhört, weil er sich denkt, hey, der ist genauso verrückt wie ich nach FIFA. Würde mich freuen, wir sehen uns gleich im Stream. Hier ist die 100k-Liste. Peace out.